Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. In der letzten Folge haben wir den Boss geschafft, den vierten Stern befreit, den Muskular, und sind jetzt nun bereit für das nächste Teil des Abenteuers. Hey Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier aus verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, womit wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher ist, den Geheimgang zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahinter gekommen ist? Das geht schon in Ordnung. Bowser hat gar nichts bemerkt. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber in Wirklichkeit ist er nur ein großer Hohlschädel. Und jetzt lass uns verschwinden. Ich bin da eher auf Twinks Seite. Ich glaube nicht, dass man den Geheimgang noch so oft verwenden sollte. Ich glaube, ich habe irgendwas im Auge. Folge fängt ja schon mal gut an. Aber gut. Wenn Peach meint, sie muss es machen, dann machen wir es auch. Was wäre ich für eine Person, die Prinzessin vorschreiben zu wollen, was sie zu tun hat? Okay, da war ich. Hier ist zu. War ich hier schon? Nur schon mal ja nicht. Oh, wer bist du? Nein, Deckomegai. Nicht du schon wieder. Ich bin Prinzessin Peach. Und wer magst du sein? Oh, du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nenne ich alle Gomegai. Ich sollte besser König Bowser informieren. Er ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres besorgst, dann werde ich dich nicht verraten. Nun, Prinzessin Peach, was sagst du? Wirst du für mich etwas kochen? Ich würde gerne etwas für dich kochen, Herr Gomegai, aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Ja, das ist kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst dort kochen. Ja, das wirst du brauchen. Dieser Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Ob das dann wieder so abgeht? Ich bleibe hier sitzen und warte auf mein leckeres Essen. Oh ja, ich vergaß. Da draußen laufen jede Menge Wachen herum, also sei vorsichtig. Das war schon... Ich weiß nicht, ob du Kuchen verträgst. Das sah letztens nicht so gut aus. Definitiv nicht. Hier. Los, Peach, beeil dich. Nicht, dass wir erwischt werden und alles von vorne machen müssen. So, wo geht's denn hier zur Küche? Ich meine unten rechts. Wenn ich mich recht erinnere. Peach auf geheimer Mission. Ich laufe neben denen vorbei. Es ist nicht dunkel genug und die sehen mich nicht. Ich beschwere mich nicht. So, das ist die Küche. Nun, was soll man als erstes tun? Prinzessin Peach, das hier scheint ein gutes Kochbuch zu sein. Lass uns etwas draus kochen. Wie sieht es aus, Twink? Irgendetwas besonderes Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's damit? Spezial-Erdbeerkuchen. Oh oh. Klingt gut. Den versuchen wir. Okay, Twink, lies mal das Rezept vor. Gut. Okay, pass gut auf. Zuerst vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Fang an, Prinzessin. Sag mir, wenn du fertig bist. Zucker und Eier. Zucker und Eier vermenge. Und Zucker. Und Eier. Fertig? Ja. Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun, vermische und schlage die Zutaten in der Schüssel.
Bist du bereit? Wenn ich Start drücke, musst du A für 10 Sekunden so schnell wie möglich drücken, um den Teig zu schlagen. Kann es losgehen? Start! Halleluja. Das war gut, gut gemacht. Hat alles funktioniert, Prinzessin? Ja. Okay, machen wir also weiter. Nun, gib Mehl und Butter in die Schüssel. Fang ruhig an, Prinzessin. Sag mir, wenn du fertig bist. Mehl und Butter, Mehl und Butter. Reiniger. Mehl. Und Butter. Aus dem Glas. Fertig? Ja. Okay, nachdem nun alle Zutaten gut vermischt sind, schütte den Teig in die Form. Was hat sie jetzt automatisch gemacht? Ich habe jetzt nichts gedrückt. Und weiter geht's. Nun, backe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay, geh rüber zum Ofen. Warte eben und... Drücke A, um den Kuchen in den Ofen zu stellen. Drücke nochmals A, wenn du glaubst, dass die 30 Sekunden um sind, um den Kuchen wieder herauszunehmen. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden, also gib besonders Acht. Okay, bitte stell ihn in den Ofen. Warte, ich warte nur kurz, bis es auf 10 Sekunden bei UBS ist, dann weiß ich, wann ich A drücken muss. So. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fertig? Ja. Okay, stell den Kuchen auf den Tisch, damit er abkühlen kann. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir müssen ihn noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Sag mir, wenn du mit der Dekoration fertig bist. Sahne. Jetzt einfach drauf klatschen. Und Erdbeere. Und zum Schluss noch ein Reiniger. Fertig? Yep. Ja, wir haben es geschafft. Er sieht großartig aus. Okay, bringen wir ihn zur Gourmet-Guy. Warte, Speech jetzt langsam. Oh, bitte, bitte sei es ein automatischer Prozess, bitte. Oh Gott, ist es sogar. Dankeschön, liebes Spiel. Da bist du ja. Oh, ich musste so lange warten. Ich bin schon ganz abgemagert. Ja. Danke. Oh. 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 Köstlich. Das ist viel zu köstlich. Ich habe ein Déjà-vu. Puh. Das war wirklich gut. So etwas Gutes habe ich seit nun noch nie gegessen. Um dir meine Dankbarkeit zu beweisen, verrate ich dir ein Geheimnis. Einer der Sterne ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava Island. Diese Insel liegt weit im Süden. Du solltest Mairo das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einer fiesen Lava-Piranha bewacht wird. Er soll gut aufpassen. Ich habe nichts gegen Mairo, deswegen sag ich dir das. Auch er hat mir einen Kuchen gegeben. Aber dein Kuchen war besonders lecker. Twink, hast du das gehört? Der Lava-Lava-Berg. Lava-Lava-Island. Lava-Lava-Lava-Power.
Der Stein ist im Inneren des Vulkanes, Lava, Lava, Lava. Mario könnte diese Information wirklich gut gebrauchen, Lava, Lava. Ja, das könnte er, Lava, Lava. Twink, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber würdest du Mario informieren? Natürlich werde ich das tun. Ich bin schon weg. Lava, 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 Lava. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin Peach. Was soll das Geschrei? Ruhe da drin. Aha, ihr war das also, Prinzessin. Ihr solltet leiser sein. Ihr seid ein Gefangener und als solches müsst ihr... Werksfall? Was habt ihr hier überhaupt zu suchen? Wachen! Schnappt die Prinzessin! Nein, nicht schon wieder. Not again. In the whole wide world. Frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runde Jogging gebrauchen. Mein Name ist Muscula. Mario, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf. Mario Sternkraft erhöht sich auf 4. Mario hält die Sternkraft Ruhigsteller. Ruhigsteller schwächt die Angriffskräfte aller Gegner. Rufe mich, wann immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde herbeieilen, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt kehre ich zurück in meinen guten alten Sternhafen. Mario! Mario, Mario, ich habe Neuigkeiten. Neuigkeiten aus dem Palast. Ehrwürdiger Stern. Hi. Ich glaube, du bist Twink, oder? Du bist doch der Kleine, der vor kurzem aus dem Sternental in den Sternhafen aufgestiegen ist. Was? Ihr erinnert euch an meinen Namen? Aber natürlich. Wir sind wie eine Familie. Ich bin zutiefst bewegt. Hohoho, mach nicht so einen Wind drum, Junge. Ich bin mir sicher, du wirst noch große Taten vollbringen. Ich muss nun gehen. Auf Wiedersehen, Twink. Mario? Wow, ich habe mit Muscula, dem ehrwürdigen Stern, gesprochen. Nicht bei einem Sternhafen habe ich dazu oft Gelegenheit. Ich zittere vor Ehrfurcht. Ups, es tut mir leid. Ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Laut der Information, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne Lava Lava Berg auf Lava Lava Island gefangen gehalten. Du würdest nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um diese Information zu erhalten. Ich hoffe, dass wir dir helfen. Ich muss jetzt zur Prinzessin zurück. Mairo, wie immer, viel Glück. Die Prinzessin und ich werden auch weiterhin Auge und Ohren für dich offen halten. Sorry, dass ich mich so oft versprochen habe, aber ich bin immer noch voll in Ehrfurcht. Ich bin vorgeheilt, oder? Dann würde ich mal sagen, geh mal ins nächste Gebiet. Ich denke mal, wenn da wirklich... Nochmal zum Nimmer-Nimmer-Bleit. Komm, wir gehen nochmal zurück zum Nimmer-Nimmer-Bleit. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich dort was vergessen habe. Entschuldigung. Einmal Bu, bitte. Ich denke, dass ich wirklich was vergessen habe. Und wir wissen ja, die Folge nach dem Kapitel ist immer für Vorbereiten, also von daher. Da sind nur 2. Ach, dammit. Ich gebe mir, glaube ich, überhaupt kaum noch Erfahrungspunkte.
Im Koopa. Ihr gebt mir überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr. Okay, es scheint schon mal nichts zu sein. Mich einfach nur richtig umschauen. Damit es nicht in der heißt, ah, du hast da was vergessen. Oder was mit dem Lachen? Ich glaube, das mit dem Lachen war es. Dann doch 3. So, Panzerstoß. Macht auch schon 3 Schaden, also. Ja, mach ruhig 1 Schaden. Das bist du in einem Schritt schon wieder los. Hier scheint auch nichts zu sein, dann gehe ich weiter. Was macht denn Ruhigsteller? Ach ja, stimmt, da war ja was. Wurzelgedächtnis des Grüßen. Wir können ja im Buhu die Röhre nutzen, um wieder zurückzukommen. Also so ist es ja nicht, ne? Und ihr dreht euch nur nach rechts. Ihr ist halb 4 und... Aha. Will ich mit mir reden? Du magst vielleicht den Eindruck haben, dass der Wald ein kalter, ungemütlicher Ort ist. Doch für mich war er schon immer ein Zuhause. Dieser Ort ist einfach perfekt. Der Wald ist voller Leben und er erzählt dir viele Geheimnisse. Auch wenn der Ruf vieler Sterne in der Ferne erklingt. So vernehme ich den Ruf meiner Freunde tief aus dem Herzen des Waldes. Ich nicht mal einen Sternensplitter dafür, dass ich hier hergefunden habe? Nein, okay. Hier tritt ich auch nach rechts. Hier auch. Hier auch. Hier komme ich noch wieder zu dem Dude, ne? Genau. Dann gehen wir doch mal weiter. Mich jetzt erwischt. Hier geht's auch nochmal rein. Aha. Wollte schon sagen, habe ich doch letztes Mal gesagt, dass von angehalten Lost wie mehr gekommen ist. Hey, hallo. Ich bin ein Knospi aus dem Land, aus den Blütenfelder. Ein Blumensamen. Ob ich dir den wohl geben soll oder besser nicht. Nun, ich denke, ich gebe ihn dir. Hier bitte.
Bitte pflanze ihn an einem schönen Ort ein und pass besonders gut auf ihn auf. Wehe, du findest keinen hübschen Ort. Wenn ich das herausfinde, werde ich dich mit einem Fluch belegen. Andererseits kann ich auch einfach den falschen Weg nehmen. Und dann bin ich eh wieder am Totzau. So schnell kann es gehen. Aber schön, wie unser Rivale gesagt hat, dass er sich im Wald verlaufen hat. Er hat immer den richtigen Weg gefunden. Dann nehmen wir mal kurz den Blumensamen ab. Holen mal kurz unser Wäldchen wieder raus. Und gehen mal gleich zum Postamt. Wenn die Knospenblumen in allen vier Farben erblühen, wird das ein magischer Garten sein. Mir fehlen noch zwei Farben. Bitte bring mir die Samen, wenn du sie findest. Du hast mir einen Samen gebracht? Danke, ich bin so froh. Wunderschön. Dann einmal zum Postamt. Dann müssen wir mal zu Luigi zurück. Ah ja, Mario, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Was, ist kein Brief dabei? Okay, Koopa. Von Koopa. Hier bitte. Lieber Koopa, was machst du? Was macht das Abenteuer? Ich kann nicht glauben, dass du mit Mario unterwegs bist. Ich bin so eifersüchtig. In Cooperheim ist alles beim Alten. Colorados Frau wartet ungeduldig auf seine Rückkehr. Du und Colorado, ihr habt so viel Aufregung in eurem Leben, was für ein Glück. Auf jeden Fall alles Gute, Koopa aus Cooperheim. Bosti schreibt an Power Carry. Wo bleibt meine Rechnung? Hier bitte. Lieber Power Carry, danke, dass du mir immer meine Post bringst, egal ob es stürmt oder schneit. Da ich so weit entfernt von meiner Familie in diesem kalten Tal lebe, sind die Briefe die größte Freude in meinem Leben. Sanfte Worte von meiner Frau und meiner Tochter geben mir die Stärke, mit meiner Arbeit fortzuführen. Mein Herz springt vor Freude in meiner Brust, wenn ich das Schlagen deiner Flügel höre. Mögest du niemals die Mauser bekommen. Dein Fan Frosty. Gut, dann erstatten wir doch mal Luigi mal einen Besuch ab. Aber erstmal ist Quiztime. Quiz! Und hier ist wieder allseits bekannte Quiz-Show. Willst du es versuchen? Dann kommen wir nun zur Frage. Frage. Welche Option steht bei Mario im Kampf ganz links? Strategie? Korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternensplitter. Du hast bis jetzt 5 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nur denn, ich hoffe, bis bald. Ich frag mich ja immer, wie das mit dem Verschwinden funktioniert. In meinem eigenen Dojo. Mal gucken, haben wir den Post gekriegt? Das war ja nicht. Hier ist nichts. Auch nichts. Und auch nichts. Luigi? Are you at home? Nur 26 von 80 Orden, 38 von 160 Sternsplitter. 5 von 5 im Christmas-Quizze geschafft. Anzahl der Kämpfe 239, Erstangriff 106, gegnerische Erstangriffe 35, Gesamtpower 10. Okay. Luigi? Oh.
um... Kleinti. Lieber Mario, wie geht es dir? Ich bin Kleinti. Ich bin nur ein kleiner Toad. Ich lebe in Toad Town. Ich habe im Dojo ganz viel trainiert, damit ich Prinzessin Peach retten kann. Ich schreibe dir später wieder. Tschüss. Titania. Hallo Mario, ich bin Titania. Wim Christmas liebreizende Assistentin. Danke, dass du an unserem Quiz teilgenommen hast. Unsere Quoten leben haben alle Rekorde gesprengt. Sind dir die Sternsplitter denn auch von Nutzen? Bitte besuche uns wieder, bis du auch die letzte Frage beantwortet hast. Ich werde dich anfeuern. Titania. Mario, du Ratte. Wie kannst du es wagen, uns bloßzustellen? Wir werden dir das nicht vergessen. Pomodoro. Hey, ich werde mich nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Melanzano. Ich werde dich zum Wein bringen. Asparago. Du solltest jetzt beim Schlafen nur ein Auge zu machen, Kumpelchen. Citronello. Wir kommen wieder. Die Koopa-Brüder. Lieber Mario, danke, dass du das Fuzzy-Problem gelöst hast. Wir, die Koopas aus Koopaheim, wissen wirklich zu schätzen, was du für uns getan hast. Wir möchten uns entschuldigen, weil wir dir keine Belohnung gegeben haben. Wir sind nur einfache Koopas. Du bist uns aber jederzeit herzlich willkommen. Dein Besuch ist uns eine Ehre. Viel Glück von uns allen, deine Koopas aus Koopaheim. Hey Wanderer, ich habe schon viel von deinen Taten gehört. Man erzählt sich von dir nur Gutes. Es ist gut zu wissen, dass Bowsers Leute nicht länger die alten Ruinen unsicher machen. Leider sind aber einige Reliquien verschwunden. Das ist eine Schande. Ich habe gehört, ein Koopa würde sich in den Ruinen herumtreiben. Das klingt sehr verdächtig. Colorado. Sei vorsichtig, wenn du auf solchen Typen triffst. Ich muss jetzt aufhören. Ich freue mich darauf, Geschichten über deine Abenteuer zu hören. Colorado. Wie geht es dir, alter Junge? Ich bin gerade mit der anstrengenden Erforschung der Ruinen, die nur durch meine Bemühungen gefunden wurden, fertig geworden. Leider habe ich keine Schätze von besonderem Wert gefunden. Aber ich muss nun weiterziehen, alter Kumpel. Auf der ganzen Welt gibt es Schätze, die von mir gefunden werden wollen. Ich höre, wie sie meinen berühmten Namen rufen, um nach dem Betten ausgegraben zu werden. Colorado, Colorado. Anne Mario. Geht es dir und Gumbario gut? Mir geht es gut. Oh, ich bin's übrigens, Gumbaria. Ist euer Abenteuer aufregend? Ist Gumbario schon ein Held? Oder faulenzt er nur? Weißt du, manchmal gehe ich mit Mama nach Toad Town zum Einkaufen. Vielleicht treffen wir uns da. Ich will unbedingt ein paar von deinen aufregenden Geschichten hören. Ich kann es nicht erwarten, ehrlich. Du wirst Bowser besiegen, ich weiß es. Und Bluff. Ey Großer, wie geht es dir? Hier ist Bluff vom Ordenladen. Danke, dass du bei mir angekauft hast. Du bist ein cooler Kunde. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, gewähre ich dir auf alle Waren einen Rabatt von 0%. Bluff. Der Bluff doch. Luigis Tagebuch. Oh, 4 Seiten. Mein Bruder lebt schon wieder ein aufregendes Abenteuer. Und schon wieder ist er allein unterwegs. Das ist so unfair. Ich erinnere mich an die sorgenfreien Tage, an denen wir Golf und Tennis gespielt und Partys gefeiert haben. Ich habe das Haus umgebaut und einen geheimen Keller eingerichtet. Mein Bruder hat davon keine Ahnung. Das ist der perfekte Ort, um dir, meinem Tagebuch, meine Geheimnisse anzuvertrauen. Ich habe gehört, dass heute in Toad Town ein Geist erschienen sein soll. Er war groß, sehr groß. Und er hatte rote Augen, ein riesiges, klaffendes Maul und einen Schnauzbart. Weil du mein geheimes Tagebuch bist, sage ich dir die Wahrheit. Geist! Ich hasse Geister. Was soll ich nur tun, wenn er nachts erscheint? Komm zurück, Mario, ich habe Angst. Och, da ist etwas hinter mir. Oh, ich bin mir sicher, dass da etwas ist, aber ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ich glaube, es wird alles gut, wenn ich nicht von Angst erstarre. Ich mache einfach die Augen zu, gehe 5 Schritte zurück und springe einfach ins Bett. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, 5 kommt hin. Gestern kam ein Scheiger zu mir. Ich fand ihn schlafend auf meinem Bett. Kannst du das glauben? Ich bin ihm nachgerannt, aber er war viel zu schnell für mich. Ich habe auch gehört, dass in Toad Town viele Scheigers aufgetaucht sind. Vermutlich kommen sie aus Scheigers Spielzeugkiste. Sie muss irgendwo in der Stadt sein.
Eine Spielzeugkiste. Da würde ich gerne mal reinschauen. Vielleicht haben sie ja ein Nintendo 64. Heute habe ich die gesamte Goomba-Familie besucht. Sie sagten, dass sich Goombario in der Obhut meines Bruders befindet. Dann haben sie mir noch ein Souvenir gegeben. Es war ein Gumnuss, eine Spezialität aus Goomba-Hut. Es sah so lecker aus, dass ich sie aufgegessen habe, ohne meinem Bruder davon zu erzählen. Meine Blumenpunkte haben sich um 3 erhöht. Glaubst du, er wird davon Wind kriegen? Weißt du, Luigi, es könnte mir so egaler sein. Könnte mir nicht so egaler sein, als es eh schon. Emma, heim bitte. So. Dann gehen wir doch mal wieder raus. Hey Mario, alles in Ordnung bei dir? Keine Sorge, Bruder, ich kümmere mich um das Haus, bis du wieder da bist. Warum darf ich Luigi nicht mitnehmen? Das ist blöd. Das ist geheimer Secret Partner. So, wir müssen zu einer Insel, also gehen wir mal zu Hafen. Da war ich ja letztens ja im Wal. Vielleicht müssen wir ja mit dem Wal fahren, ne? Kann man ja eh nichts machen, mit was können wir nicht schwimmen? Er hätte mir aber zum Aufleveln des Partners was gebracht. Was haben wir denn hier? Der getroffene Gegner wird in seinem Hintermann geschubst. Ne? Lässt auch Marios Freund das Fokuskommando anwenden. Hab leider nicht das Geld dazu. Nee, brauche ich das nicht. Und KP Plus haben wir ja schon. Dann gehen wir doch weiter zum Hafen. Wee, I believe I can rolling. Hier ist noch irgendwo ein Sternsplitter. Hallo, Sternsplitter. Da ist der Sternsplitter. Noch einmal speichern. Seit einiger Zeit hängt ein ziemlich eigenartiger Typ am Hafen rum. Alles, was er tut, ist auf den Horizont zu starren, um von Schätzen zu murmeln. Nein, nein. Sieh doch, er ist heute schon wieder da. Nein, sag nicht. Es ist Colorado, no. Da muss doch ein Schatten, da muss ich doch irgendwie hochkommen. Oder auch nicht. Naja gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.